Hallo, ich bin Giuliano und ich möchte dir heute verschiedene divergente Folgen zeigen. Die erste Folge, die wir uns ansehen werden, ist an gleich 1 plus n². Hier siehst du diese Folge einmal in einem Koordinatensystem gezeichnet. Für wachsendes n, also für große n, geht diese Zahl irgendwann gegen unendlich. Ja, das heißt, diese Werte, die Folgenglieder, werden irgendwann so groß, dass sie irgendwann ja, in Anführungsstrichen unendlich sind. Man spricht dann von einem uneigentlichen Grenzwert. Deswegen gibt es keine Zahl g, die nach der Definition quasi in einem bestimmten Abstand Epsilon, wo dann alle Folgenglieder in diesem Epsilon-Schlauch eintauchen. Das funktioniert bei dieser Folge nicht. Jetzt schauen wir uns eine zweite Folge an, bn gleich minus 1 hoch n mal n plus 2. Minus 1 hoch n ist alternierend, das bedeutet, sie wechselt immer zwischen positiven und negativen Werten. Für ungerade n steht hier eine minus 1, für gerade n steht hier eine plus 1. N plus 2 im hinteren Teil wird für wachsende n, genauso wie bei der Folge an, wird immer größer. Das heißt, die Folge, die seht ihr jetzt hier einmal im Koordinatensystem gezeichnet. Die Folgenglieder wechseln also immer das Vorzeichen und werden ständig größer. Das heißt, sie gehen wie so eine Schere immer weiter auseinander. Deswegen ist diese Folge auch divergent. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com